Jeder WWE-Fan kennt die Geschichte von Daniel Bryan. Seinen Wrestling-Rücktritt wegen einer schweren Kopf- und Nackenverletzung, sein unerwartetes Comeback nach 3 Jahren Pause. Oder die von Pages Karriereende mit 25 und nur vage Aussichten auf ein Comeback. Weniger bekannt ist, dass ein anderer WWE-Liebling eine ähnliche Leidensgeschichte hinter sich hat. Vor ihrem großen Match bei Money in the Bank hat Becky Lynch auf sie zurückgeblickt. Großes Match bei WWE Money in the Bank. Die 31 Jahre alte Irin tritt am Sonntag in einem der beiden Leiterkämpfe an, in denen ein Titelmatch im Lauf des kommenden Jahres auf dem Spiel steht. Ich war ja schon zweimal fast Miss Money in the Bank, sagte Lynch bei einem Medientermin am Rande der jüngsten Deutschland-Tour auf Sport1. Nachfrage: Aller guten Dinge sind drei, oder, sollte es so kommen, wäre es ein weiterer Meilenstein einer erfolgreichen Karriere, die beinahe ein brutales Ende genommen hätte, bevor sie richtig begonnen hatte. Ebenfalls in Deutschland. Kampfunfall in Deutschland änderte ihr Leben. Es war das Jahr 2006. Lynch, eigentlich Rebecca Quint, war ein junges, enorm vielversprechendes Talent in der europäischen Szene. Eine Meisterschülerin ihres Landsmanns Fergal David, der nun als Finn Balor zu WWE rumgekommen ist. Die junge Becky Lynch, zweite VR, mit den Wrestlerkolleginnen Nikita, Kate, Lea, Natalia und Sarah Stock, VL, Urheberrecht, Instagram.com/Becky Lynch. Für die 19 Jahre alte Lynch, damaliger Kampfname Rebecca Knox, wollte sich auch den deutschen Fans präsentieren, war gebucht für einen Fight im Revierpark Wischlingern in Dortmund. Bei der Liga GSW, German Stampede Wrestling, trat sie gegen eine finnische Kontrahentin namens Kisu an. Dabei bekam sie einen ungeplanten Schlag gegen den Kopf ab. Ein kleiner, blutiger Ringunfall, wie sie täglich vorkommen im Gewerbe, so schien es. Stattdessen warf er ihr Leben aus der Bahn. Ein schleichender Horror. Knox wurde in den Tagen nach dem Kampf von einem schleichenden Horror überkommen. Sie klagte über heftige Kopfschmerzen, sah auf dem linken Auge nur noch verschwommen, hörte nicht mehr richtig. Ein gefährlicher Nervenschaden wurde diagnostiziert, totales Sportverbot erteilt. Ein Comeback-Anlauf 2 Jahre später endete unter rätselhaften Umständen. Knox tauchte bei einer Show, für die sie gebucht war, nicht auf, tauchte ab, ließ später übermitteln, Wrestling sei jetzt das Letzte, woran sie denken könne. Ihre Karriere schien vorbei, 4 weitere Jahre lang stieg sie nicht mehr in den Ring. Becky Lynch binnen Depression abgeglitten. Wer Lynch heute begegnet, trifft eine spürbar herzliche und aufgeräumte Persönlichkeit an, die damals aber schwer gelitten hat unter dem scheinbar zerplatzen Lebenstraum. Ich bin in eine Depression abgeglitten, sagt sie, ich hatte meine Identität verloren. Ich war Rebecca, die Wrestlerin. Dann war ich keine Wrestlerin mehr. Wer war also dann Rebecca? Becky Lynch bei dem Medientermin in München. Urheberrecht Sport1. Daniel Bryan hatte von ähnlichen Problemen berichtet. Lynch wundert es nicht, zu groß sei der Phantomschmerz eines Wrestlers, der das Wrestling verliere. Es gibt nichts Vergleichbares. Dieses Live-Adrenalin, die Reaktion der Fans, du bekommst das in der Form nirgendwo sonst, und Lynch hat vieles andere versucht. Sie versuchte sich nach ihrer Verletzung als Theaterschauspielerin, als Kampfsportlerin, als Standfrau, als Stewardess. Sie probierte vieles aus, das ihr helfen sollte, das Wrestling hinter sich zu lassen. Becky Lynch arbeitete zwischenzeitlich als Stewardess. Urheberrecht youtube.com/WWE. Unverhoffter WWE-Durchbruch. Im Jahr 2013 fügte sich dann doch alles. Ein Besuch in einer Wrestling-Schule, um ihre Stunt-Fähigkeiten zu schulen, endete damit, dass ihr Leben wieder umwarf. Lynch hatte sich erholt von der Verletzung, glaubte aber, dass es zu spät war für ein Comeback, nach 7 Jahren ohne regelmäßiges Training und Matchpraxis. Ihr Trainer aber merkte, dass sie nichts verlernt hatte, vermittelte sie an WWE, wo es ebenfalls noch Leute gab, die sich an das vergessene Talent erinnerten. Der Rest ist Geschichte. Lynch begeisterte die Fans, schrieb als Pionierin der Women's Revolution.
WWE-Geschichte, bestritt ein großes WrestleMania-Match gegen Charlotte Flair und Sasha Banks, krönte sich zum ersten SmackDown-Damen-Champion. Auf die schwere Zeit, die sie zuvor erlebt hat, auf die blickt Lynch mittlerweile mit anderen Augen. Sie verbucht die anderen Jobs als ebenso wertvolle Lebenserfahrung wie ihren Kampf mit den Depressionen. Es hilft, wenn man es schafft, sich aus diesem dunklen Loch zu befreien. Man lernt etwas über sich selbst. Ich habe gelernt, wie es ohne das Wrestling ging. Nun weiß ich es umso mehr zu schätzen.